Wie oft isst du eigentlich Granatäpfel? Die einen essen sie wahrscheinlich nie, die anderen manchmal und wieder andere so oft wie möglich. Warum Leute, die regelmäßig Granatäpfel essen, die richtige Intuition haben? Das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Hier sind fünf bemerkenswerte Vorteile von Granatäpfeln für deine Gesundheit. Nummer 1: Entzündungshemmende Effekte. Chronische Entzündungen stellen eine der häufigsten Ursachen für diverse Volkskrankheiten dar. So etwa Typ-2-Diabetes, Alzheimer, Übergewicht und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Gut also, dass Granatäpfel entzündungshemmende Substanzen beinhalten. Wenn du also dein Risiko für Entzündungen reduzieren willst, dann ist ab sofort einfach mehr Granatäpfel. Es lohnt sich. Nummer 2: Reduziert den Blutdruck. Hoher Blutdruck stellt einen der größten Risikofaktoren für Herzinfarkte und Schlaganfälle dar. Solltest auch du unter hohem Blutdruck leiden, haben wir tolle Neuigkeiten. Mit dem regelmäßigen Konsum von Granatäpfeln kannst du deinen Blutdruck nachhaltig senken. Natürlich nur in Verbindung mit einer auch sonst gesunden Ernährung und viel Sport und Bewegung. Nummer 3: Geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herzkrankheiten sind die häufigste frühzeitige Todesursache weltweit. Grund genug also, mehr Granatäpfel zu essen, die das schädliche LDL-Cholesterin reduzieren und das erstrebenswerte HDL-Cholesterin erhöhen. Ein toller Effekt, der mitverantwortlich dafür sein kann, dass sich die Gesundheit deines Herz-Kreislauf-Systems erheblich verbessert. Nummer 4: Antibakterielle Wirkungsweise. Die Nährstoffe in Granatäpfeln wirken antibakteriell und können auf diese Art und Weise diverse schädliche Mikroorganismen bekämpfen, die sonst diverse Krankheiten auslösen können. Dasselbe ist auch auf schädliche Hefepilze wie etwa Candida albicans zutreffend. Außerdem wirken Granatäpfel auch zuverlässig gegen diverse Entzündungen im Mundraum wie etwa Gingivitis, Periodontitis und Stomatitis. Eine tolle Sache. Nummer 5: Erhöhte Leistungsfähigkeit. Der hohe Gehalt an Nitraten in Granatäpfeln ist dafür verantwortlich, dass du damit deine physische Leistungsfähigkeit steigern und so bessere Leistungen in unterschiedlichen Sportarten erreichen kannst. Das ist natürlich äußerst wünschenswert, denn schließlich kannst du auf diese Art und Weise noch härter und besser trainieren und so schneller und einfacher deine körperlichen Ziele erreichen. Übrigens, du kannst beim Granatapfel die Kerne sowie auch das Fruchtfleisch mitessen. Die Rinde und Wurzeln solltest du allerdings vermeiden, denn die enthalten Giftstoffe. Sehr beliebt ist auch Granatapfelsaft, den du einfach so im Supermarkt kaufen oder selbst zubereiten kannst. Dasselbe ist auch auf Granatapfeltee zutreffend. So, das war's auch schon für heute. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um ab sofort keins unserer Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.